Herzlich willkommen. Es freut mich, dass so viele von Ihnen auch den Weg hier hochgefunden haben. Mein Name ist Wolfram Knauer. Ich leite in Darmstadt das Jazz-Institut und darf heute mich mit Michael Wollny und Gerhard Lüssne ein bisschen unterhalten. Um ehrlich zu sein, ich habe hier drin eine ganz dicke Fragenliste und nach diesem Konzert habe ich sowieso gesagt, ich kann eigentlich über gar nichts reden. Bin so umgeworfen von dem Konzert, dass ich zwischendrin überlegte, eigentlich sollten wir gar nicht über Musik reden, sondern nur über Norwegen und Hamburg und Leipzig und Frankfurt. Aber vielleicht tun wir das und dann werden wir aber zwischendurch auch auf die Musik kommen, die wir vorhin gehört haben. Vielleicht so viel noch zur Vorabinformation. Gerhard Lüssne spricht Deutsch, aber heute Englisch. Also wir werden das so ein bisschen zweisprachig machen. Im Zweifelsfall werden Sie mich ein wenig Denglisch reden hören, weil mir entweder das deutsche oder das englische Wort nicht einfällt. Die Künstler kennen Sie. Michael Wollny ist hier in Frankfurt kein Unbekannter, hat lange Zeit hier gelebt, lebt jetzt in Leipzig, viel mit Heinz Sauer, mit dem HR Jazz Ensemble zusammengespielt. Gerhard Lüssne kommt aus Norwegen, wie Sie wissen, hat seit vor zwei oder drei Wochen wurde bekannt gegeben, dass er der neue Chefdirigent, wie das heißt, der NDR Big Band ist. Also wird er bald ein Neu-Hamburger sein. Ich fange jetzt einfach mal bei dir an und ich fange tatsächlich auch mit dieser NDR Big Band an, um vielleicht nachher auf das zu kommen, was wir heute gehört haben. Das ist ja das, was man eigentlich erwartet, wenn man ein großes Jazz-Ensemble hört. Eine Big Band mit Rhythmusgruppe, 5 Saxophonen, 3 Trompeten, 3 Posaunen. Wo ist der Unterschied, mit dem Norwegian Wind Ensemble zu arbeiten oder mit der Big Band zu arbeiten? You mean the difference of working? Yeah. The main difference is that NDR Big Band is a jazz ensemble with well-educated jazz musicians. The Norwegian Wind Ensemble is a classical ensemble with well-educated classical musicians. So all the musicians you heard tonight is educated as a jazz, no, sorry, classical musicians. And they are performing a lot of baroque music. Just a month ago, they recorded with BBC Singers, the baroque album. So there's a totally classical ensemble. So that's the big difference. Then we have to work. But my work with this classical ensemble is I take the jazz methodic into the classical ensemble and see if it's possible to do some improvisation, free improvisation, in the classical context. So the methodic is from the jazz world, from the NDR world, the big band world, but I take it into the classical and see if we can make some free improvised classical music with that kind of music. Yeah. Du arbeitest mit dem Norwegian Wind Ensemble schon seit 2013, also seit 3 Jahren zusammen. Waren die Musiker auf deine Art mit Improvisation oder mit Musik umzugehen oder das von ihnen zu fordern, waren die darauf eingestellt? They have chosen me to do this project because they want to do something they called the focus on real-time music. So they have 2 focus areas, it's real-time music and the baroque. And I'm the curator for the real-time music. So we decided very quickly, okay, what would we do? So we just decided to skip all the note stands and the written music. We just go directly to the real-time music. I mean the thing Michael is an expert on, to improvise around themes, that kind of thing, and see what's happening, go on the flow. But of course, when I started to work with them, they were quite scared and almost crying, I think, because it's not easy. I mean, give me that classical ensemble in the world that play 1 hour and 10 minutes without any kind of written music.
it's quite scary for a classical musician. And this is the top musicians, they are professors at the academy, so they have a lot of things to defend. so it's quite hard for them. But we have worked 3-4 years now, a lot with workshops to find a way to go, and invited the guests that can help us to explode all this energy. This project, this is the second project we are doing together, and with Michael it has exploded. It's a fantastic chemistry. Michael, vielleicht kannst du über das erste Projekt erzählen, das ihr gemacht habt. Letztes Jahr, wenn ich das richtig weiß, in Leipzig sogar begonnen. Ja, das war alles ein großer Zufall. Also Gerd und ich, wir kennen uns als Namen oder als Musiker oder als Projektleiter schon, glaube ich, sehr, sehr lange. Allerdings haben wir uns zum ersten Mal in Person getroffen, letztes Jahr, und zwar anlässlich eines Konzerts mit den 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Da hat Gerd Arrangements geschrieben und es waren 3 Solisten dazugeladen, Markus Stockhausen an der Trompete, Tamar Halperin, die Sie vielleicht auch kennen, am Cembalo und ich am Klavier. Und im Rahmen dieser Proben haben wir uns über alles Mögliche unterhalten, ausgetauscht. Und dann hat er mich an einem Abend, ich glaube nach dem Konzert, darauf angesprochen und sagte, er hat dieses Projekt mit dem Norwegian Wind Ensemble. Und falls ich irgendeine Idee hätte, mal mit denen irgendwas zu probieren, würde ich da auf offene Ohren stoßen. Und dann sagte ich spontan gleich am ersten Abend, ich habe da gerade dieses Jahr auf dem Leipziger Jazztag eine Einladung um Nosferatu, die Filmmusik zu dem Stummfilm zu machen, zusammen mit Erik Schäfer am Schlagzeug. Mhm. Und irgendwie dachte ich in dem Moment, das kann ich mir gut orchestral vorstellen. Ich weiß zwar nicht genau, wie ihr arbeitet, ich weiß nicht, wie wir es zusammenkriegen, aber wenn wir hier schon sitzen und du mich fragst, das fällt mir dazu ein. Ich sagte, hättest du Lust, eine Stummfilmmusik mit dem Ensemble zu machen? Und er sagte, ja, sehr gerne. Um welchen Film geht's denn? Nosferatu. Und dann sagte er, das glaube ich jetzt nicht, weil gerade hatte das Ensemble als ein Projekt im Jahr davor Nosferatu als Stummfilmmusik auch gemacht. Und das ist einer dieser Momente, wo man dann denkt, etwas will, dass wir hier zusammenkommen. Und dann war eben das erste Datum, Leipzig Jazztage, und zwar gleich in einem sehr besonderen Ort, nämlich einem uralten Jugendstil-Kino, falls jemand nach Leipzig kommt, die UT Konnewitz, wo wirklich dieser Film und diese Atmosphäre, ein bisschen morbid, ein bisschen schon vergangen und so von einem Atem von irgendwas Untotem so erfüllt, einfach wunderbar reingepasst hat. Und ja, da haben wir uns alle gegenseitig, glaube ich, sehr überrascht, dass da das ohne wirklich vorher abzusprechen, was passieren würde, bis hin zu einer Coda, die mich immer noch, wenn ich dran denke, wahnsinnig berührt. Ich weiß nicht, ob Sie den Film vor Augen haben. Am Ende ist es ja diese Sterbeszene des Vampirs und ich weiß noch, dass ich irgendwie kam ich da zu irgendwelchen choralartigen Akkorden und plötzlich dachte ich, ich höre Stimmen. Und dann sang plötzlich das ganze Ensemble diese seltsamen atonalen Akkorde mit und hat dann Nosferatu damit sozusagen zu Grabe getragen. Und das fühlte sich an wie ein guter Auftakt. Michael, kannst du ein bisschen erzählen, wie dieses Projekt heute Abend zustande kam? Ja, ich habe vorhin schon überlegt, wahrscheinlich kommt diese Frage und dann bin ich in der Verlegenheit, dass ich nicht mehr weiß, wann ich zum ersten Mal mit der Intendanz der Alten Oper und Hans-Jürgen Linke, den du heute Abend ja netterweise vertrittst, über diesen Abend heute gesprochen habe. Jedenfalls kam irgendwann auf mich diese Frage zu im Musikfest 2016. Wird es gehen um Debussy, dieses unfassbare Stück, und ob ich mir nach den Goldberg-Tangenten im letzten Jahr vorstellen könnte, auch dazu was zu machen. Und klar, kann ich mir, aber es ist eine andere Geschichte als Goldberg-Variationen. Goldberg-Variationen ist eine Sache, mit denen ich klar als Pianist schon ewig vertraut bin, wo auch mit Thomas Bernhard ja diese Schneise irgendwie möglich war und wo ich schon bevor ich gefragt wurde, ob ich hier was machen kann, immer schon diese Verbindung gespürt habe und auch gedacht habe, da kann ich irgendwann mal ein gutes Projekt draus machen. Jetzt war es so mit dem Debussy, das ist zwar ein Stück, das jeder Künstler, Musiker, Literat, Poet, Tänzer
vor Augen hat, aber ich hatte es nicht so genau vor Augen, dass ich sofort wusste, was ich damit machen wollen würde. Ich hatte nur das Gefühl, es ist ein Orchesterstück, kein Klavierstück. Das heißt, das, was wir machen wollen, oder was ich damit machen will, soll orchestral sein. Das soll nicht irgendwie eine Klavierreduktion sein oder eine Variation über das Stück, oder es muss irgendeine orchestrale Farbe sein, die sich mit dem Stück beschäftigt. Und dann mit der Sterbeszene von Nosferatu im Hinterkopf dachte ich, vielleicht ist das was für Gea und die Norweger, wie ich sie liebevoll nenne. Und dann habe ich dich gefragt und war sofort Interesse da. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, ohne groß uns über das Konzept zu verständigen, gesagt, dieses Wagnis machen wir einfach. Wir haben den Termin, wir haben den Auftrag sozusagen, uns damit zu beschäftigen und dann schauen wir mal. Und jetzt für mich, muss ich sagen, gab es eigentlich zwei große Schritte zu heute Abend. Der erste Schritt war vor dem Sommer, im Juni. Da haben wir uns getroffen zum ersten Mal für eine erste Probe in Halden. Das ist südlich von Oslo, auf dem halben Weg zu Göteborg. Da ist das Orchester zu Hause. Und da haben wir einfach frei improvisiert und gearbeitet mit der Vorgabe, wir spielen jetzt um Debussy herum. Und natürlich hat jeder sich ein bisschen vorbereitet, das Stück gehört, ich glaube auch im Vorfeld gearbeitet, aber noch sehr unorganisiert, sehr unkontrolliert. Und das war wie immer mit dem Ensemble ein wahnsinnig inspirierender Moment. Und also ich kann noch mal mehr betonen, dass ein klassisches Ensemble sich hinstellt und ohne Vorgaben, ohne Noten, spontan miteinander auf das reagieren, was gerade passiert, solche Musik spielt, das ist einfach einmalig, das ist das Einzige, was man dazu ein. Ich kenne kein anderes Ensemble, das sowas tut. Deshalb, ja. Trotzdem hatten wir dann nach diesem ersten Schritt das Gefühl, okay, also die sozusagen die. Das Gespräch miteinander über eine Vorgabe zu spielen, das kennen wir schon von Nosferatu, das kennen wir schon von freien Momenten, das funktioniert. Jetzt brauchen wir irgendwie eine Art Debussy-Spritze in das ganze Amalgam, das sich da so ergibt. Und dann war ziemlich lange die Überlegung, wie wir das tun könnten, und dann hatten wir so, ich weiß gar nicht, wer oder gemeinsam oder vielleicht auch gleichzeitig, irgendwie diese Idee, dass wir das Stück, das vielleicht Sie jetzt ja auch noch vor Ohren haben, weil es ja hier bestimmt auch im Original ein oder zweimal gespielt wurde, dass wir daraus, also dem Stück entsprechend, das ja um diese Szenen eines Fauns sich dreht, dass wir daraus quasi 8 Szenen rausnehmen, die dann der erste Trompeter des Ensembles, der ganz links außen stand, arrangiert hat für dieses Ensemble. Und das sind sozusagen unsere 8 Debussy-Inseln. Und die Idee des Projekts ist dann und die Idee des Abends ist, wir fangen an zu spielen und wir nähern uns einer Insel, wir spielen diese Insel, vielleicht wie geschrieben, vielleicht im halben Tempo, vielleicht in einer anderen Tonart, vielleicht spielt ein Teil des Ensembles in einer Tonart, das andere in einer anderen Tonart, also das ist offen, aber wir spielen die Insel und entfernen uns dann wieder von der Insel und gehen dann zur Insel Nummer 2. Und das war so die theoretische Überlegung und dann bei der ersten Probe dachten wir noch, okay, das funktioniert gut für 10 bis 15 Minuten. Und je länger wir gespielt haben, desto mehr Material, mehr Ideen, mehr Confidence, Selbstbewusstsein, Klarheit ist dann entstanden. Und dann haben wir uns jetzt nochmal nach dem Sommer, wo das alles so ausgetüftelt wurde, nochmal getroffen vor 2 Wochen in Hallen, nochmal um zu proben. Dann festgestellt, zu viel Proben ist auch schlecht. Dann in Oslo im Rahmen eines Festivals für neue Musik eine klitzekleine geheime Vorpremiere gemacht, wo wir probiert haben, wie das funktioniert. Und dann sind wir jetzt in Frankfurt gelandet. Gea, wir wissen jetzt quasi so ein bisschen was über die Technik. Das heißt, ihr habt analysiert, ihr habt euch bestimmte Motive rausgesucht, Harmonien, Klänge, Sounds und daraus dann 8, wie hast du es genannt? Inseln gebaut. Und diese Inseln sind die, also ich frage einfach mal anders. Ich saß in der Mitte
und habe dich hinter dem Flügel gesehen, sitzend und nicht genau wissend, was der da macht. Ja. So, und es geht wahrscheinlich Ihnen auch so, sofern Sie nicht irgendwie an der Seite saßen. Da haben Sie wahrscheinlich auch gedacht, ja, hat er jetzt eine Partitur da vor sich oder was hat er da? Also, was ist deine Aufgabe auf der Bühne? I'm not a conductor in this case, because the whole concept is based on musicianship and ownership from each musician. So what we are doing is, the method is these 8 islands we have made. If you just play them, then we have played maybe 2.5 minutes. And we know we have 1 hour and 50 minutes more to play. So the rest is, in fact, improvised. With inspiration from these 8 islands, of course. And every musicians, they have found themselves some favorite things from the original. The groups, for example, the flutes, the pair of flutes, or the flutes and the bows, for example, they have worked out some sketches they can use in many kind of directions. So if it's some power going on, they can use it in a kind of power edition. And if it's very soft, they can use it in a soft edition. So in this way, they are very creative, all groups. So what we heard today is totally, totally different concerts from 2 weeks ago. You wouldn't recognize anything besides these 8 islands. And that's why the concept is so interesting, exciting, because you can hear a kind of classical piece that only you heard it. The people that weren't here tonight, they will never hear it because we're never going to play it again. So it's only for you. Yeah. Es gibt eine schöne Beschreibung über den Jazz und ich glaube, das gilt für ganz allgemein für Musik und daraus entwickle ich jetzt meine Frage. Whitney Berliet hat einmal gesagt, Jazz, that's the sound of surprise. Und ich habe so das Gefühl, nach dem, was du jetzt eben erzählt hast und so wie du vorhin gesagt hast, dass ihr auch nicht selbst bei diesen Inseln nicht genau wisst, in welchem Tempo ihr die angeht oder wo sie genau hinführen, wie ihr hineinführt, dass diese Überraschung, dieses Moment des Surprise in dieser Musik für euch eine ganz wichtige Rolle spielt. So, jetzt meine Frage. Was hat euch heute Abend überrascht? For me? Yeah. I mean, you saw the people moving around on the stage? Yeah. I have never seen that before. So, we just talked about it after the concert. Have you seen that before? So, for example, that's so the musicians, they own the project, the concept, and they do what they feel feels right there. And so I was surprised. I even had my eyes closed and had a fun time. And then a horn player came to me, hey, go. I have to go over there to play. You don't see that too much, I think, in a classical concert, for example. So what surprised you? Oh, when you see it, it's not a good moment. No. Ja, was hat dich überrascht? Ja, das. Mir ging es ähnlich. Ich hatte öfter die Augen zu. Und es gab dann diesen Moment, wo plötzlich so eine Art Choreografie auf der Bühne entstand und verschiedene Musiker verschiedene Positionen besetzt haben und dann, was ich so interessant fand, diese Positionen gehalten haben. Weil normalerweise ist das irgendwie in Bewegung und dann gehen alle wieder zurück oder es gibt einen solistischen Impuls, wo man vielleicht nach vorne geht und wieder zurückgeht oder eine kleine Gruppe. Aber sozusagen so ein Stillleben auf der Bühne zu haben, wo jeder seine Position behauptet und dann auf musikalischer Ebene auch so Töne und Motive behauptet und die nicht zueinander führt, und das aushält als eine Gruppe und dann das irgendwie ganz natürlich, wie ich fand, irgendwie sich wieder löst in eine offene Spielsituation. Das fand ich irgendwie, habe ich so noch nie erlebt. Und was ich noch hinzufügen wollte, wenn man so drüber spricht und sagt, das frei improvisieren, 25 Mann spielen frei und spielen offen miteinander, das ist eine Sache, was mich speziell interessiert oder gereizt hat oder was ich auch bei dem Ensemble eben so bewundernswert finde, ist, dass zu dieser totalen Freiheit
auf der anderen Seite ein sehr methodisch klares Konzept steht, das eben den Leuten ermöglicht, auch in Gruppen sich zu organisieren. Also es ist ja nicht so, dass 25 Leute immer Verschiedenes machen, sondern es gibt spontane Gruppenbildungen von 6 Leuten, die etwas machen und dann eine andere Gruppe, die was anderes dazu macht. Und das ist jetzt für Christian, den wir noch nicht, gar nicht erwähnt haben, was ich gleich noch tun muss unbedingt, weil er sehr wichtig ist für das ganze Projekt. Aber das ist als jemand, der als Solist sozusagen auf dieses Stück oben drauf kommt, eine unglaublich inspirierende Situation, weil man eben nicht mit Statik und nicht mit chaotischen Einzelteilen zu tun hat, sondern immer mit einer Art von Architektur, die trägt und die trägt, aber sich trotzdem bewegt. Und das ist eine sehr, ja, also eine Spielsituation, die kenne ich eigentlich von kaum einem anderen Zusammenhang. Darf ich da ganz kurz einhaken? Du sagst, als Solist, der dann oben auf diese Ebene draufkommt, wo sind die Leerräume? Ich meine, wir haben dich gesehen, ich habe dich noch nie so wenig spielen sehen und zugleich also noch nie so viel Luft holen. Und zugleich habe ich, also natürlich, ich meine, man begleitet die Musik auf der Bühne so ein bisschen auch mit den Augen und versucht, insbesondere wenn man weiß, dass man sich danach mit euch unterhalten soll, versucht herauszufinden, was machen die, worauf reagieren die, gehört zu diesen Inseln, die ihr habt, gehören da auch die Solopositionen zu, die du hast zum Beispiel? Na, was sich so ergeben hat, heute Abend zum Beispiel, war, dass ich oft so das Gefühl hatte, ich bin so eigentlich der Kadenzspieler, also der Kadenz im Sinne von, es gibt eine Situation, die entsteht, die löst sich auf und jetzt muss es irgendwie weitergehen. Das heißt, ich nehme Faden auf, erzähle ein kleines Nachwort dazu und leite irgendwo hin, dass sich wieder öffnet. So. Das ist das eine. Das andere ist, dass, wie gesagt, wenn gerade irgendwie zwei Bewegungen im Ensemble laufen und es gibt eine Lücke im Frequenzspektrum, also es ist irgendwie oben ist jetzt Platz, so, dann setze ich mich da drauf. So. Ja. Und ich finde, also weil es um Pausen und wenig spielen, das ist eigentlich für mich, das ist ja auch das Stück, also das Stück ist ja auch mit diesen, also allein schon wie es losgeht, dieses Motiv ist ja wahrscheinlich noch berühmter als das ganze Stück, das wird dann vorgestellt, dann kommt der erste Akkord, der sich auflöst in ein total stimmiges, aber unerwartetes Ende und dann ist erstmal Pause. Es passiert gar nicht so. Und dann wird es nochmal wiederholt und es ist wieder Pause, die noch länger ist. Und dieses Gefühl von Andeutung, weitergeben, nachhören und dann wenig, aber hoffentlich das in unserem Fall das Richtige machen, was die Geschichte weitererzählt. Das ist eigentlich das, was ich versucht habe, so in diesem Rahmen zu erzählen. Weniger das, also das Feindbild ist immer so eine Art, bitte nicht falsch verstehen, aber so eine Art Playbach, wenn man sagt, man hat irgendwie die Akkorde und gelandiert darüber. Oder das ist nicht das Stück. Ich denke, das Stück ist die Geschichte von Andeutungen und von Verführung und von in unserem Fall auch vielleicht ein bisschen Ekstase, die über das, was man gerade erwartet hat, noch hinausgeht, aber die sich nie so löst, bis vielleicht ganz zum Schluss, wo dann klar wird, okay, jetzt sind wir am Ende der Geschichte. Und das halt nachzuerzählen, das finde ich eigentlich die Aufgabe von diesem Projekt. Und da ist auch diese Methodik, von der Gerhard gesprochen hat, glaube ich, die, also irgendwie eine hilfreiche Grammatik, so, um das umzusetzen. Gerhard, du hast vorhin von klassischer Improvisation geredet. Kannst du uns einfach mal erklären, was der Unterschied zwischen klassischer Improvisation und Jazz-Improvisation ist, außer dass es der Jazz vielleicht mehr swingt? I mean, it's no big difference. People improvised in classical music before also. Somewhere they stopped. It's only the musical style, but the methodic is the same. Mm-hmm. I mean, we have two keywords in this. If you're a good improviser, then you have to be active listening all the time, and you have to have short response time all the time. And that's the two keywords in my work here too. So when someone is playing something, let's say the oboes and flutes are playing something, then the rest, they have to really be active listening to it and decide what, if they're going to join, are they going to play the opposite, make layers, shut up, whatever. They have to decide what to do, so they have to be active
either they play or not all the time. And that's the same in the jazz field, I will say so. So what I'm aiming for is when we free improvised in the classical ensemble, then it will be totally different music. If it suddenly sounds like a free jazz band, then it was a waste of time in a way. So this is to make new music. I try to do, and what I realized is that the classical trained musicians they are trained to not play. I mean, they're used to count 343 bars rest and then play. Ba-da! A jazz musician will play all these bars. Right. Yeah. So if you collect 35 jazz musicians like me, then it will be sound all the time. Then we'll never hear him, for example. So to have a classical ensemble, they are trained to leave out to with the space and the form and in another way than the jazz musicians. But the methodic is the same, I will say. Yeah. It's about to have some material and do something with it. Es gab so einen Moment, so in der zweiten Hälfte, diese wunderbare Blues, der da plötzlich irgendwie drin vorkam, wo man das Gefühl hatte, wo man eigentlich daran erinnert wurde, dass Debussy ja durchaus auch sich mit afroamerikanischer Musik beschäftigt hat. War das ein bewusster Rückgriff? You played it. Also bewusst, nein. Also es wird vielleicht ein bisschen technisch. Also parallel zu der Ensemble-Methodik, von der Gerrit schon viel erzählt hat, ist es natürlich für jetzt mich als Pianist noch ein kleines bisschen noch eine andere Methodik, die damit zu tun hat, dass quasi eigentlich das Klavier ja auch eine Art Orchester ist. Also spielt das Ensemble und das Klavier einen eigenen gleich großen Klangraum. So, und als drittes Element bei Christian, der da hinten steht, so wie er den Bass spielt, ja. Und auch der Bass, so wie Christian den spielt, ist ja auch ein komplettes Klangspektrum, nicht nur irgendwie eine Bassfunktion oder eine Begleitfunktion, sondern es ist ein komplettes Klangspektrum. Das heißt, parallel zu dem, was wir uns fürs Ensemble überlegt haben, habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt meine Ideen sozusagen in die Debussy-Welt einfärben, ohne einfach jetzt nur ein paar Phrasen zu spielen. Und da habe ich, da geht es um bestimmte Akkorde, da geht es um halbverminderte und mixolydische Kadenzen und da geht es um bestimmte Leittönigkeiten und all diesen Kram, den ich jetzt nicht hier euch zur Langeweile vortragen möchte. Aber da habe ich jetzt im September mir halt, keine Ahnung, Fingerübungen draus gebastelt und Kadenzen draus gebastelt und die einfach geübt und gespielt, möglichst wenig versucht, Geschichten damit zu erzählen, sondern einfach nur die Finger in so eine bestimmte Haptik zu gewöhnen und dann in dem Moment, wo wir dann auf der Bühne spielen, einfach auf das zu reagieren, was mir in dem Moment in Sinn kommt. Und das hat dann, wie ich hoffe, irgendwas zu tun mit diesen Dingen, wo ich mich nicht davor beschäftigt habe. Aber es ist nicht irgendwie bewusst, hier ist jetzt ein Tritonus, da haue ich mal meine Blue Notes rein, dann wird es gleich ein bisschen New Orleansig oder so. Sondern es ist eher eine, also ich denke, wie ja auch im Trio oder wie im Duo, das ja auch immer der Fall ist, es hat ja viel mit Gestik auch zu tun. Also in so einem Fall jetzt, wenn eben 25 Leute improvisieren und ich sag mal sowas wie Harmonik oder Melodik fast nebenbei entsteht, weil es geht ja eher um eine Gestik, die irgendwie von verschiedenen Seiten kommt und das zusammen ergibt plötzlich ein Akkordgebilde und darauf reagier mal irgendwie. Also das sind wirklich so Dinge wie gestisches Verstehen und darauf reagieren, wichtiger als jetzt einen bestimmten harmonischen Plan verfolgen oder so. Weil wenn ich das tue, dann gehe ich die ganze Zeit parallel zu dem, was passiert. So. Weiß nicht, ob das anschaulich ist, aber du nix zumindest. Das stimmt schon. Genau. Go with the flow, isn't it? Go with the flow. And be somehow... I was just talking about this, like finding a way into that harmonic world without just paraphrasing.
that stuff. That's for me, as if I'm playing cadenzas, this is the way I was trying to approach this. Mm. Lasst mich vielleicht zum Schluss dieses Gesprächs noch auf den Titel des Ganzen eingehen. Gear, was ist ein Troll? Was ein Troll in der Geschichte ist, wissen wir. Was ist ein Troll für das Selbstverständnis eines Norwegers? No comments. Naja, ein Troll ist auf jeden Fall was anderes als ein Faun. Ja? Ich stelle die Frage nochmal anders. Woher kam der Titel? Jetzt kommen wir aus Norwegen. It was just an idea. We were sitting in Harstad, I think. Actually, it was a joke, I think, in the beginning. Of course, it was a joke because we were thinking about a title, and I think I know once it was there. I don't know where it came up, but once it was there, we were both thinking it's a little bit funny, but actually it describes pretty well what's going on because it's still that piece. Yeah. And we're playing that piece in a way. Without that piece, there wouldn't be our music. But we're putting in different content. Like everybody's bringing his own story, his own ideas, own motives. So we keep the syntax, but we put in new words. And this was convincing in a way. And trolls seems to be the national hero. Hero. Yeah. And we had an idea very early to right. make chapters right. with the troll, faun, alv, and that kind of thing. But it was too much thinking, I think. Yeah. So we just decided, go for it, troll, go with the flow. That's. Ich glaube, die Idee war wunderbar und aus diesem Witz ist hervorragende Musik entstanden. Und wir sind euch sehr, sehr dankbar, dass ihr uns daran habt teilnehmen lassen und dass das ein einmaliger Abend war. Ich hoffe, dass das kein einmaliger Abend bleiben wird, auch wenn ihr es das nächste Mal völlig anders spielt. Aber ich hoffe, dass ihr damit weiterarbeitet. Ganz vielen Dank, Gerd Lüssner und Michael Wolny, für den schönen Abend, für das Gespräch und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend noch.